Die Polizei in Algerien hat Said Bouteflika festgenommen. Er ist der jüngste Bruder des früheren Langzeitpräsidenten Abdelaziz Bouteflika. Mehrere Medien berichten übereinstimmend, neben dem 61-Jährigen seien auch zwei ehemalige hochrangige Geheimdienstchefs in Polizeigewahrsam. Said Bouteflika galt seit dem Schlaganfall seines Bruders als eigentlicher Machthaber in Algerien. Es scheint, dass diese drei als Teil einer Art Verschwörung gegen die Armee und auch gegen die Republik verhaftet wurden. Offenbar wollten sie die Machtfrage anders lösen, nach Abdelaziz Bouteflikas Entscheidung, nicht für eine fünfte Amtszeit zu kandidieren. Am Freitag hatten erneut Zehntausende gegen Übergangspräsident Ben Salah sowie die wirtschaftliche und politische Elite Algeriens protestiert. Wir haben das Gefühl, dass da im Staat jetzt auf höchster Ebene etwas passiert. Das Volk, die Volksbewegung, ist dabei gewissermaßen der Beobachter. Und es hat jeden Freitag das Wort. Zuletzt hatten die Demonstranten auch gefordert, Said Bouteflika und andere ehemalige Vertraute des Ex-Präsidenten vor Gericht zu stellen. Im Zuge der seit über drei Monaten andauernden Massenproteste hatte Präsident Abdelaziz Bouteflika vor 4 Wochen seinen Rücktritt erklärt.